Die meisten Fachdatenbanken bieten die Möglichkeit, bereits durchgeführte Suchen zu neuen Suchen zu kombinieren. Zwei mögliche Einsatzfelder zeigen wir in diesem Video. Um herauszufinden, welchen Unterschied in der Treffermenge es zwischen zwei ähnlichen Suchen gibt, können wir den NOT-Operator benutzen. Haben wir eine Suchanfrage formuliert und führen die Suche durch, wird diese mit der Treffermenge in der Suchhistorie angegeben. Nun können wir die Suche modifizieren, weil wir davon ausgehen, dass dadurch die Qualität verbessert wird. Auch diese Suche ist nun in der Suchhistorie gespeichert. In der Advanced Search können wir Suche Nummer 2 und Suche Nummer 1 mit NOT kombinieren und so die Treffer erhalten, die nur in Suche Nummer 2 auftauchen. Hier sehen wir nun die zusätzlichen Treffer. Die Modifizierung der Suchanfrage hat nicht zu einer Verbesserung beigetragen und Suche Nummer 1 ist in diesem Fall sinnvoller. In Fachdatenbanken mit einem Thesaurus, also kontrollierten Schlagworten, sollten wir Stichworte und Schlagworte in Suchen kombinieren. Die Kombination der Stichwortsuche Nummer 1 mit der Schlagwortsuche Nummer 2 erfolgt dann über den Oder-Operator. Da in unterschiedlichen Feldern, nämlich Title Abstract und Mesh, gesucht wurde, ist die Kombination der beiden Suchen einfacher, als in einem Suchstring beide Felder zu kombinieren.